Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, liebe Berliner. Ich bin der Auffassung, dass die FDP selbst etwas überrascht gewesen ist, dass man sich im Ältestenrat auf ihre Aktuelle Stunde verständigt hat. Der Titel »Mehr Differenzierung im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie«, Perspektiven mit einer landesweiten Teststrategie schaffen, ist jedenfalls eine typische FDP-Sprechblase, die auch durch Ihre Ausführungen im Herr Kollege Chaya nicht wirklich mit Inhalt gefüllt wurde. Es ging einfach mit Sprechblasen weiter. Welche Perspektiven wollen Sie aufzeigen? Perspektiven aus dem Lockdown sicher nicht. Den finanziellen Ruin ganzer Wirtschaftszweige tragen Sie zu meiner großen Überraschung doch weitestgehend schulterzuckend mit, obwohl dabei Ihre Kernwählerschaft flöten geht. Und gerade weil Sie bislang keine neuen Perspektiven aufzeigen konnten, können Sie auch keine Alternativen anbieten. Die einzige politische Alternative hier im Hohen Haus sitzt neben Ihnen und heißt AfD, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber kommen wir zum Thema Testung, denn selbstverständlich sehen auch wir hier durchaus Nachsteuerungsbedarf. Das betrifft zunächst die neu aufgetretenen Mutationen. Die größte und berechtigte Sorge bei Mutationen ist, dass sie die Infektiosität bzw. die Ansteckungsfähigkeit und den Krankheitsverlauf beeinflussen. Zusätzlich müssten die Auswirkungen aktuell auch dahingehend geprüft werden, inwiefern die Wirksamkeit von Impfstoffen und möglichen Therapien durch Antikörpern auch bei Mutationen gegeben ist. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse kann davon ausgegangen werden, dass die Mutationsvariante B.1.1.7 deutlich ansteckender ist. So konnte sich das Virus in England stark verbreiten, trotz Lockdown-Maßnahmen. Während die Fallzahlen mit der alten Virusvariante sanken, stiegen die Fälle mit der neuen Virusvariante weiter an. Zum Glück ist zumindest bisher nicht bestätigt, dass es bei der neuen Mutation aus England zu schwereren Krankheitsverläufen gekommen ist. Inwieweit die Virusmutation in Berlin tatsächlich schon verbreitet ist, wissen wir schlicht und greifend noch nicht verlässlich. Und das muss sich ändern. Ob das Land Berlin jedoch hinreichend vorbereitet ist, um die Ausbreitung von neuen Mutationen verlässlich nachzuweisen, kann und darf angezweifelt werden. Rein epidemiologisch betrachtet ist B.1.1.7 problematisch, weil das Schwierigste daran eben die Identifizierung ist. Deshalb ist in erster Linie erforderlich, die bisherige Teststrategie zu überprüfen bzw. zu ändern. Beispielsweise müsste positiv getestetes Material regelmäßig untersucht werden. Hierfür müssen Labore unterstützt werden. In Krankenhäusern, insbesondere in Alten- und Pflegeeinrichtungen, müsste mehr getestet werden. Oftmals, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird nämlich noch nach Vorgabe getestet, statt nach Bedarf, wie es beispielsweise ein Klinikalltag erfordert. Was das im End für Konsequenzen haben kann, zeigt das Humboldt-Krankenhaus in Reinickendorf sehr deutlich. Dabei muss den Entscheidungsträgern klar gewesen sein, was ein solch drastischer Einschnitt bedeuten kann. Die Stilllegung eines großen Krankenhauses in Berlin kann die Sicherstellung der stationären Gesundheitsversorgung eines ganzen Bezirks, wenn nicht der ganzen Stadt, gefährden, weshalb eine derartige Lösung nur als Ultima Ratio in Betracht gezogen werden darf. Handlungsbedarf bei der aktuellen Teststrategie sehen wir auch in der Pflege. Was sollen Pflegekräfte eigentlich noch alles während der Arbeitszeit schaffen? Sich testen, die Patienten testen, die Angehörigen am besten auch noch. In der Theorie klingt ein einfaches Testen, Testen, Testen schön und gut. Allein einer muss diese Tests auch fachgerecht durchführen. Ansonsten sind die Testergebnisse nämlich nicht aussagekräftig und führen bei falschen oder nicht eindeutigen Befunden zu noch mehr Verwirrung. Apropos zielgruppenspezifische Prävention in der Pflege. Es ist nicht nachvollziehbar, dass für freiberufliche Pflegekräfte oder Leasingkräfte, die zwar teilweise auf denselben Intensivstationen wie ihre festangestellten Kollegen arbeiten, kein Zahlencode verfügbar ist, mit dem sie einen Impftermin vereinbaren können. Wo gerade doch der stetige Wechsel zwischen unterschiedlichen Einrichtungen ein hohes Risikopotenzial birgt. Offensichtlich wurden Leasingkräfte bei der Strategieplanung einfach vergessen oder der Senat hält sich wie so oft nicht für zuständig. Auch bei der Durchführung von Testungen in Pflegeheimen hätte die Bundeswehr möglicherweise früher verstärkend unterstützend wirken können, eben nicht nur bei der Kontaktnachverfolgung. Mit welcher Vehemenz man sich aber zum Beispiel im politisch grünen Kreuzberg gegen angebotene Hilfe durch Soldaten zunächst gewehrt hatte, spricht an dieser Stelle Bände. Wir als AfD-Fraktion möchten uns herzlichst bei den inzwischen über 1000 Staatsbürgern in Uniform bedanken, die unsere Stadt bei der Bewältigung dieser Herausforderung unterstützen. Die Bundeswehr und ihre Soldaten gehören zu Deutschland, sie gehören zu Berlin. Wer Gegenteiliges behauptet oder gar was von einer Militarisierung Berlins faselt,
Der hat sie einfach nicht mehr alle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch beim Thema Testungen und Arbeit ist es mit der neuen Homeoffice-Verordnung nicht getan. Es gibt genügend Arbeitgeber in Berlin, die können ihre Belegschaft nicht einfach in Heimarbeit schicken. Sei es, weil Produktionsabläufe andernfalls in Stocken geraten würden oder in Verwaltungen oder bei Versicherungen die viel gepriesene Digitalisierung von Akten noch nicht weit genug vorangeschritten ist. Wie hier ein verdichtetes Testregime aussehen kann, ist noch völlig unklar, insbesondere was die praktische Durchführbarkeit und die Kostenfrage betrifft. Regelmäßige Schnelltests bei großen Arbeitgebern vor Dienstantritt wäre natürlich wünschenswert. Dies sei im Speziellen mit Blick auf die bevorstehende Einführung von möglichen selbsttestfähigen Schnelltests. Fassen wir zusammen. Es braucht klare Perspektiven. Die Anpassung von Eindämmungsmaßnahmen und Teststrategie soll und muss den aktuellen Entwicklungen folgen. Verbunden mit den drakonischen Einschränkungen ist aber auch zwingend die Entwicklung einer Exit-Strategie erforderlich. Und hier sind wir als AfD grundsätzlich anderer Auffassung als die Parteien von der Linken bis hin zur CDU. Denkverbote darf es explizit nicht geben. Dagegen verwehren wir uns. Wann? Und unter welchen Umständen welche Lockerungen möglich oder sogar dringend geboten sind, ist für uns eben keine Nebensächlichkeit. Das betrifft in erster Linie die Kitas, die Schulen und den Einzelhandel. Schließungen und Lockdowns können, wenn überhaupt nur punktuell eine Lösung sein, mittel- und langfristig sind sie das in der Gesamtbetrachtung mit Sicherheit nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Wir dürfen die Geduld und die Disziplin der Bevölkerung nicht überstrapazieren. Ja, Covid-19 ist eine ernstzunehmende Viruserkrankung, die insbesondere für ältere Mitbürger schwere gesundheitliche Folgen nach sich ziehen kann. Das stelle ich als gesundheitspolitischer Sprecher meiner Fraktion nicht in Abrede. Covid-19 ist auf der anderen Seite aber auch nicht die Pest, die im Mittelalter ganze Landstriche entvölkert hat. Es geht also darum, nicht Panik zu verbreiten, sondern die richtigen Schritte einzuleiten. Nicht zu bagatellisieren, aber auch nicht unnötigerweise zu dramatisieren. Und wenn ich dann wiederholt Äußerungen des wohl berühmtesten Virologen Deutschlands lese, der von bis zu 100.000 Testpositiven am Tag, wohlgemerkt im Sommer, spricht, dann ist das Gegenteil von dem, was politisch geboten ist. Dann leistet diese Aussage Angst und Panik mache Vorschub und ist gelinde gesagt kontraproduktiv für den Zusammenhalt und das Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.